bin Ashley, 11 Jahre alt. Ich bin in der 5. und spiele Bass. Ich heiße Edmir Fosliay, bin 13 Jahre alt und gehe in der Klasse 7b. Ich spiele Saxophon. Ich bin Dylan, bin in der 7. Klasse und bin 12. Und ich spiele Bass. Ich bin Edmir Nemenay, bin 14 Jahre alt, gehe in die Klasse 8b und ich spiele das Saxophoninstrument. Also wir sind reingekommen in der Turnhalle. Da waren richtig viele Musiker und viele Leute. Also wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Wo die Band es vorgespielt hat, hatte ich erst gedacht, das schaffen wir niemals in 5 Tagen. Der Bass war am Anfang immer noch sehr schwer. Und als ich den Bass in der Hand hatte, war das ein geiles Gefühl. Weil es so aufregend, sowas, so ein großes Instrument, ein teures Instrument erstmal in der Hand zu haben. Das Feedback von den Kindern ist einfach nur geil, ich will mehr. Die wollen einfach noch mehr spielen, noch mehr und können sich keinen Moment zurückhalten, mal nicht zu spielen. Auf jeden Fall, wenn man die Kinder anguckt, in die Augen guckt, dann sieht man das Strahlen in den Augen. Es wird einen angelächelt. Also das war schon richtig cool. Allein auch schon, wenn wir alle geübt haben in der Sporthalle. Da platzen auch hier und da Knoten bei den Kids, ne? Wo die Kids sich anfangen anzuvertrauen und auszusprechen. Und das ist dann auch wirklich diese soziale und pädagogische Arbeit, die wir dann jetzt gerade so leisten. Ich sehe Kinder, die ganz, ganz viel lachen, die auch ganz viel Spaß haben, auch von Kindern, von denen wir es nicht erwartet haben. Das werden sie so schnell nicht vergessen. Also definitiv ist mal was ganz anderes. Und vor allen Dingen ist es auch eine positive Energie, die sie alle mitnehmen. Die Musik, also man sagt ja, sie hat was Heilendes oder sie hat irgendwas, was die Herzen erreicht. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil. Also es war für uns alle eine riesige Herausforderung, dieses Projekt vor uns zu haben. Umso begeisterter bin ich jetzt, wenn ich durch die Räume gehe und wenn ich die Gesamtregisterproben höre, was die Schülerinnen und Schüler zu leisten imstande sind und auch, was die Trainerinnen und Trainer zu leisten imstande sind, die ja zum Teil jünger sind als die Schülerinnen und Schüler, mit denen sie zu tun haben, und dass sie das so super im Griff haben, das finde ich absolut beeindruckend. Also ich habe viele stille Schüler hier kennengelernt, die haben einfach sich mehr durchsetzen können, haben mit diesen Instrumenten gut spielen können. Dementsprechend haben sie auch eine Selbstsicherheit gewonnen. Also die ganz Stillen wurden auf einmal Experten. Wenn die großen Leute oder auch kleinere Leute ein Stück lernen und sie es können, dann sage ich ja, zeig es den anderen. Und er selber wird größer und fühlt sich, oh cool, ich bringe es den anderen bei. Ich fand das Gefühl gut. Weil da kann ich denen ja auch was beibringen, was mir schon beigebracht wurde. Also wenn man die Kids alle schon so ein bisschen kennt, ein bisschen länger beobachtet, dann merkt man schon, wie die sich entwickeln. Also es ist schon faszinierend zu beobachten. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Angst, Leute anzusprechen auch. Also ich würde sagen, ich habe mehr Selbstvertrauen gewonnen. Ich bin auf jeden Fall mutiger geworden. Vor einer Woche hätte ich mir bestimmt nicht zugetraut, vor so vielen Leuten aufzutreten. Also ich habe mehrfach schon Schüler beobachtet und gesehen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass sie überhaupt in der Lage sind, sich für einen Moment zu konzentrieren, weil sie sich im Schulalltag gänzlich anders präsentieren. Das für mich also absolut beeindruckend ist, und das finde ich total fantastisch, ne? Dass solche Schüler solche Erfolgserlebnisse haben, die man ihnen niemals zugetraut hätte. Wie lerne ich? Und wie lerne ich effizient? Es ist diese Erfahrung von, okay, ich habe in 4 Tagen unglaublich viel gelernt und das geht. Und es geht auch in anderen Bereichen. Manche üben ja, keine Ahnung, ein Jahr oder so. Und wir üben das jetzt erst 5 Tage und wir können das schon richtig gut. Also im Gegensatz zu Montag und zu heute ist schon was passiert. Also von 0 auf 180, sag ich jetzt mal so. Wenn man sich anstrengt und auch zuhört und immer mitmacht und kein Blödsinn macht, dann kann man das auch schaffen. Man sollte es immer mit mehreren Leuten machen, weil es mehr Spaß macht. Dieses Gemeinsame, das zeigt sich, dass das ganz gut ist für die Schüler. Da geht es eben darum, als Team gemeinsam etwas zu schaffen, und ich denke, das ist so der Schlüssel für den Erfolg des Ganzen.
Also ich finde, dass es ein unglaublich tolles Projekt ist, was für Schülerinnen und Schüler wirklich etwas bringt. Und ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Schulen die Möglichkeit haben, eben die Braintree Academy auch an ihrer Schule zu haben, so dass ihre Schülerinnen und Schüler an den anderen Schulen eben auch in den Genuss eines solchen Projektes kommen.